Hallo ihr Leseratten, ich bin wieder da nach einer katastrophalen letzten Woche. Ja, ihr wundert euch vielleicht, wenn ihr aufmerksame Zuschauer seid, dass da oben eine andere Nummer steht als die, die eigentlich sein sollte. Ich habe auch gerade die Nummer vergessen. 48? 49? Wir nähern uns auf jeden Fall der 50. Oder ist es sogar schon 50? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich letzte Woche, ja, erstens keine Lust, ein Video zu drehen und war auch völlig kamerauntauglich. Deswegen gab es das letzte Montagsmeeting ausnahmsweise nur auf meinem Blog. Ich verlinke euch den Blogpost in der Infobox, da könnt ihr gerne mal nachschauen, was büchertechnisch letzte Woche bzw. vorletzte Woche mit mir so los war. Und ja, heute geht es um die letzte Woche, die ja für mich eine Katastrophe war. Das weiß ich nicht. Es ging alles rundum rüber. Die Blogposts, die ich machen wollte, waren nicht regelmäßig und ich habe es nicht mehr mitbekommen, dass ich den vergessen habe. Ich habe mir dran gedacht und irgendwie den vergessen und ganz, ganz komische Woche. Ja, gut. Es sind ein paar Neuzugänge bei mir eingetroffen. Aber nur ganz wenige. Für die, die jetzt den Blogpost nicht lesen wollen und überhaupt, da erkläre ich es mir ganz kurz, warum denn hier so ein paar Bücher sich gestapelt haben. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen. Von Tauschmu, davon habe ich euch ja schon öfter mal erzählt. Glaube ich jedenfalls. Das eine oder andere Mal vielleicht, bestimmt. Ja, jedenfalls soll diese Seite geschlossen werden zum 28.02. Schade, schade, ich mochte Tauschmo sehr gerne. Hast zwar da nicht so viel getauscht, beziehungsweise ich persönlich hätte, glaube ich, noch gar nichts getauscht. Doch, oder? Ich weiß nicht, wie ich was getauscht habe. Ich habe was vertauscht auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe meine Punkte noch nie eingelöst. Weil ich habe ja einen großen Sub und Punkte sammelt man erstmal und löst den irgendwann ein, wenn man sie dann mal braucht. So bin ich jedenfalls in der Regel. So. Ja, nun musste ich ja meine Punkte aufbrauchen. Das waren nur 5. Ja, um es mal so zu sagen. Also viele waren es nicht und ich meine, 5 Bücher, denkt man dann so, pff, alles klar, kriege ich hin. Ja, nun musste aber natürlich auch Ersatz gefunden werden für diese Tauschseite. Ich bin zwar bei Bookmood angemeldet, aber Bookmood ist immer so, ich weiß nicht, gibt es mehr englischsprachige als deutsche Bücher und wenn ich da was suche, dann finde ich es meistens gar nicht. Und habe mir dann gedacht, ich muss mal andere deutsche Tauschseite finden, die halt wirklich kostenlos ist, wo man nicht für... Weiß ich nicht, ein paar Cent zusätzlich oder was, noch das Buch tauscht. Das ist für mich dann kein Tausch mehr, das ist dann für mich schon kaufen, wenn man so will. Und Tauschseite sollte für mich komplett kostenlos sein. Und bin da dann auf Tauschgnom gestoßen. Da war ich schon öfter mal drauf gewesen, aber ich habe mich nie angemeldet. Ich habe mich auch nie mehr damit befasst, ich weiß gar nicht, warum ich da mal drauf war. Ich habe irgendwer das mal verlinkt oder so. Keine Ahnung, ich bin, war ich da schon mal drauf, das weiß ich. Und deswegen wusste ich ja gleich, dass es diese Seite auch gibt. Ich habe, glaube ich, sogar gezielt danach gesucht dann. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet, meine ganzen Bücher da eingetragen. Und das dauerte echt nicht lange. Das war am gleichen Tag des Anmeldedatums. Da hatte ich denn, also wenn man drei... langsam. Ich habe das alles in meinem Blogpost schon mal geschrieben. Aber ist ja egal, ist ja egal. Für die, die meinen Blog nicht lesen, erkläre ich es eben nochmal. Wenn es eben... Egal. Ich bin heute ein bisschen durcheinander, tut mir leid. Ja. Und... Wo war ich denn jetzt? Ach so, wenn man drei Artikel reinsetzt, bekommt man schon den ersten Bonuspunkt. Es gibt, glaube ich, insgesamt 4 Bonuspunkte. Also, die heißen da Token. Warum auch immer. Ja. Und hatte meinen ersten Bonuspunkt, habe mich dann so ein bisschen durchgeklickt und dachte so, ui, drei kleine Frechemädchenbücher für einen Punkt. Das ist gut. Aber ich nehme sie trotzdem nicht. Bis mein Freund mich dazu überredet hat, sie doch zu nehmen. Ja. Das war ja noch alles okay. Ich dachte so, okay, drei kleine Bücher, ich schaffe die auch gleich wieder wegzulesen. Ja. Allerdings gibt es bei Tauschgnomen diese Funktion 1 zu 1 Tausch. Sehr schlimm. Nicht gut für den Sub. Und ich hätte, ich glaube auch am gleichen Tag, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wann das alles war. Jedenfalls hatte ich inzwischen sehr viele 1 zu 1 Tauschanfragen. Das heißt, diejenige suchen sich bei mir was aus und ich suche mir dafür bei denen was aus. Und so kamen dann diese ganzen Bücher zustande und bei Tauschmu haben dann auch noch einige angefragt. Und deswegen kommen da auch noch ein paar Pünktchen und so. Und es ist gerade alles nicht so einfach, muss ich hier mal so sagen. Ich meine, ich versuche jetzt mal so irgendwie in der Lage zu halten, dass es sich dann wenigstens wieder einpendelt. Aber ich hatte eigentlich vorgehabt, wirklich 10 Bücher zu lesen und unter 27 Bücher zu kommen.
Nein. Das wird definitiv nicht passieren. So, nun genug geschwafelt. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, ich verlinke euch immer den Blogpost zu Tauschgnom in der Infobox, falls ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, was denn das passiert ist. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach neue Bücher. Ich fange an. Und zwar zum einen von Irene Zimmermann, Küsse, Stress und Schokotörtchen. Kann ich allerdings noch nicht lesen, wenn mir zwei weitere Bücher fehlen, die ich davor lesen muss. Die anderen, die ersten zwei, drei Bände von der Reihe, habe ich schon gelesen, aber eben die dazwischen nicht. Und das hier sieht auch aus wie neu, wie noch nie gelesen, und das ist Wahnsinn. Also habe ich auch selten, vor allem bei denen, da ist ja ganz schnell mal so ein Knick drin. Oder sind die neuen vielleicht einfach besser gemacht? Weil das andere, was so neu ist, habe ich ja, sieht ja auch aus wie ein ungelesen. Oder war das bei denen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hätte da von der Hanna Miller-Kahrs die Reihe auch ein Buch getauscht. Oder gekauft, da habe ich es gekauft. Das auch so neu aussah. Ja, gut. Dann packe ich jetzt die Bücher wieder hin. Wie immer auf dem Boden. So. Dann kam bei mir an. Chevy Stevens Still Missing. Da war nicht mal ein Foto bei gewesen, und bis auf den Lehrgangsblattstempel und ein bisschen angegeben ist das Buch auch hinein. Also kann man nichts meckern. Naja, mit vollem Katja, aber das ist ja Lehrgangsblatt, ne? Ja, finde ich supi. Als nächstes, ich rate das hier ein bisschen durch. Wie gesagt, genauere Informationen zu den Büchern findet ihr auf meinem Blog. Ja, da sind alle Klappentexte und so, weil. Ich muss es nicht mehr sagen, dass ich nicht vorlesen kann, oder? Ja. Dann haben wir Camilla Läckberg, Die Totgesagten. Ist der vierte Band. Jetzt fehlt mir nur der dritte Band, dann kann ich auch das Buch lesen. Aber den vierten, dritten Band noch im Gebrauch kaufen, kostet auch 7 Euro, inklusive Porto. Also kann ich es mir auch gleich neu kaufen. Die 3 Euro machen es da auch nicht mehr aus. Mal gucken, wann das denn passiert. Noch nicht, jedenfalls. Dann haben wir eine kleine Überraschung, weil ich dachte, das wäre ein Taschenbuch. Aber es ist ein Hardcover von Patricia Cornwell. Trübe Wasser sind kalt. Ich will mal tief sagen. Naja. Jedenfalls aus der, ja, aus der Kai Scarpetta-Reihe, der, keine Ahnung, wie viel, der Band 15., glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also einmal ist der 15., weil da kommt gleich noch eins. Und einmal ist es der, keine Ahnung, wie viele. Auch da fehlt mir ein dritter Band, um weiterlesen zu können. Also die dritten Bände sind irgendwie gerade nicht so präsent. So. Dafür habe ich jetzt einen ersten Band an der Reihe. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Mein Vater hat die Reihe schon, ich weiß nicht, ob er komplett gelesen hat, auf jeden Fall sehr durcheinander gelesen hat. Und war da auch sehr begeistert. Und zwar Andreas Franz, Jung, Blond, Tod ist der erste Band der Julia Durand-Reihe. Davon gibt es ja auch viele, viele, viele. Und da schreibt er jetzt Daniel Holbe weiter. Und darauf freue ich mich auch sehr. So. Dann ein Buch, wo ich nicht wusste, dass das so dick ist und wo ich dann erst hinterher festgestellt habe, dass das zweite Band ist, ich den ersten also noch brauche. Das ist Schließe deine Augen von John Verdon. Das Ding hat über 600 Seiten, deswegen ist es auch ein bisschen rund gelesen, denke ich mal, weil ja so dick und ja, aber ich finde das hier vorne mit diesen Rosen. Stängeln. Das fühlt sich voll komisch an, weil das eben so hervorgehoben ist, als wenn das bitte so Dornen wären. Ja. Aber wie gesagt, der zweite Band. Jo, dann kommt der 15. oder andere Band, keine Ahnung wie viele. Totenbuch von Patricia Cornwell, ein Kai Scarpetta-Roman. Ja. Ja, komisch aus. Ja, und das letzte. Dann haben wir das mal wieder geschafft. Bis nächste Woche wahrscheinlich. Ist Joy Fielding im Koma? Und ich hatte in einem Blogpost letzte Woche schon geschrieben, das war jetzt auch komisch, dass ich versucht habe, wirklich nur Bücher auszusuchen bei diesem 1-zu-1-Tausch, was auf meiner Wunschliste steht. Das ist jetzt bei zwei Büchern nicht der Fall. Das ist Joy Fielding und Schließe deine Augen. Da ist und Still Missing stand nicht auf meiner Wunschliste, oder? Da bin ich mir nicht sicher, ob es drauf stand. Auf jeden Fall habe ich ansonsten darauf geachtet, dass ich wirklich die Wunschbücher nehme und eben auch Reihen vervollständige. Und das ist ja jetzt einigermaßen geglückt. Ja, mal gucken, mal gucken. So, ich lese gerade.
Ich habe mir vorgenommen, ein Buch diesen Monat zu beenden, was schon längere Zeit irgendwie in Arbeit ist. Und zwar Die Familie von Richard Layman. Ich habe auch nicht mehr allzu viel, also wird die Woche auf jeden Fall. Das heißt die Woche. Der Monat ist immer noch die Woche. Ich werde es auf jeden Fall schaffen, das Buch zu beenden. Und ja, mal gucken, wann denn die anderen beiden soweit sind und wie diese letzten Abschnitt der Leserunde besprechen können. Mal sehen. Aber da habe ich es zumindest schon mal abgehakt. Das finde ich toll. So. Ja. War sonst noch irgendwas? Ich wollte mir noch irgendwas notieren. Ach, das war letzte Woche. Lass mich kurz überlegen. Ach so, und in diesem frechen Mädchenbuch war ja sogar dieser Titel drin, wo man ankreuzen kann. Jetzt habe ich wieder ein neueres. Ich hätte sonst immer, ich weiß nur, ganz am Anfang war es nur so eine Karte gewesen, da passten die alle auf so eine Postkarte. Auf einer Seite waren die ganzen Bücher gewesen und mehr gab es da noch nicht. Jetzt ist es so ein doppelseitiges Teilchen. Ja. Hab ich irgendwas vergessen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Aber ich weiß nicht was. Naja. Wird wohl nicht so wichtig gewesen sein, nicht? Und wenn doch, dann mache ich die Kamera nochmal an und packe es dazu oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube, da war nichts weiter. Ist bei euch auch so kalt? Ja. Okay, jetzt werde ich die Bücher wieder einsortieren in mein Subregal. Und dann weiterlesen, denke ich. Mal gucken. Wie viele Seiten habe ich denn noch? Gestern habe ich nicht allzu viel daran geschafft. Da waren es nur, wie viel habe ich gelesen? 38 Seiten an einem Sonntag. Ja. Also ich habe keine 100 Seiten mehr zu lesen. Sagen wir es so. Was sind das, nur 35? Nein. Stopp. Echt? Das sind ja nur 35. Ich hatte 55. Oh, dann habe ich ja nur noch 50 Seiten. 55 Seiten. Dann bin ich fertig. Das könnte man ja sogar an einem Tag schaffen. Ja, okay, bevor ich jetzt noch mehr Unfug rede, sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal. Wünsche euch eine schöne Woche und bis dennchen. Hallo ihr Leseratten, da bin ich mal wieder mit einem Montagsmeeting und zwar der Nummer, ach du meine Güte, ich habe sie vergessen. Aber ihr wundert euch vielleicht eventuell, wenn ihr aufmerksam gewesen seid, dass da oben eine andere Nummer steht als die, die eigentlich sein sollte. Liegt daran, dass ich letzte Woche absolut kameraunauglich war und ja, auch keine Lust hatte, überhaupt ein Video zu drehen. Deswegen habe ich den Montagsmeeting ausnahmsweise mal nur das Montagsmeeting. Es geht mir los. Diesmal ausnahmsweise? Scheiße! Hallo, ihr Leseratten! Willkommen zum nächsten Montagsmeeting und ich bin mal wieder da.